was geht, Pruns? Herzlich willkommen zu einem weiteren Discount Roulette Extreme. Ihr habt die 10.000 Likes auf der letzten Folge geknackt. Eigentlich wollte ich das Format nicht nochmal machen, aber ich habe es gesagt, dass ich es nochmal mache. Und es wird auch nur nochmal kommen, wenn hier wieder die 10.000 Likes geknackt werden, sonst seht ihr mich ja nicht nochmal. Weil dieses Format ist dumm. Dieses Format ist einfach dumm. Gegner ist Onkel Frederick heute. Yo, Leute, was geht ab? Onkel Frederick auch mit am Start. Oh, Extreme Challenge und so. Der Name hat es schon in sich. Und auch wahrscheinlich die Discards. Der Name hat es komplett in sich. Und der Name ist nicht aus Spaß. Ihr seht ja das Rad. Letztes Mal ist 5 Millionen gekommen. Hier steht noch 2 Millionen, 1 Million, 500k und alles drauf. Man kann natürlich auch Glück haben. Ja, aber in letzter Zeit habe ich nie Glück bei sowas. Deswegen, ich muss einfach ein gutes Draft bauen. Wir haben 5 Kategorien wieder, die es gibt. Man muss mehr Tots als der andere, mehr Afrikaner. Das teuerste Trio, das heißt, man nimmt seine 3 teuersten Spieler, zählt zusammen, wie viel die wert sind und bei wem da mehr Coins rauskommt, der gewinnt die Kategorie, dann höheres Rating. Und wir haben auch wieder die Kategorie schneller fertig sein, dass man nicht mehr so viel Zeit hat zu überlegen. So kann man auch Fehler machen und sowas. Ganz interessant. Ja, ich bin gespannt, wer das Ganze holt. Und wahrscheinlich müssen beide Discarden. Also selbst wenn einer 4 zu 1 gewinnt in Kategorien, kriegt dann der Verlierer 4 Discards und der Gewinner kriegt trotzdem einen, der auch teuer sein kann. Deswegen, ja. Bist du ready? Yes, ich bin ready. Okay, wir müssen gleichzeitig, also wir gehen jetzt erstmal einmal rein, dass wir bei dieser Formationsauswahl sind. Dann kann man sich die Formation angucken so. Dann machen wir einen kleinen Countdown, dass wir genau gleichzeitig starten. Weil es ja auch schon wichtig, wenn wir die Kategorie schneller fertig haben. Also bist du drauf auf den Formationen? Einen Moment, ich nehme jetzt mal meinen Draft-Token mit und jetzt bin ich auf der Ansicht. Okay, dann kann man sich kurz überlegen, welche man nimmt und danach muss man Gas geben. Ich glaube, wir sind beide auf einer Formation drauf, die wir haben wollen, oder? Safe, safe, safe. Welche nimmst du? 4, 3, 2, 1. Ja, witzig. Ja, sind wir im gleichen Team. Das ist doch perfekt, Digga. Ah, das wird spannend. Okay, nochmal kurz merken, welche Kategorien wir haben und dann gehen wir rein in 3, 2, 1, go. Okay, ab jetzt muss er sich straffen. Jeder einzelne Punkt zählt, jede gute Karte zählt, jeder Tots zählt. No. Was nehme ich hier? Ich muss ihn hinnehmen. Schon technisch. Okay, schon mal viele Münzen, aber... Oh! Aber das ist, du hast ja dieselben Formationen, du wirst denselben Spieler kriegen, das ist ein bisschen das Problem. Aber wenn ich an teuerstes Trio denke, ich habe jetzt schon 2 Spieler, die zusammen 25 Mio kosten. Was laberst du? Was hast du gezogen? Das schmeckt richtig gerne. Wer ist hier am teuersten? Ja, ich denke, Premier League. Super Leute, super Leute. Okay, warte mal. Das ist am schlauesten. Afrikaner muss man sich auf jeden Fall... Die kommen da ja auch gar nicht so häufig, ne? Nee, Afrikaner ist echt... Digga, was... Digga, bei mir, also auf den... Können wir Tots zu Team of the Year ändern? Ja, okay. Ich hab 4 Spieler, 4 Icons, ne? Was? Das ist auch Dachi, Digga. Das ist auch Dachi. Boah, okay. Nehme ich hier, wir nehmen mich hier. Big Boy Benzi. Oder, okay, ich baue einfach 11 Icons, dann habe ich mit Chemie auch keinen Stress. Also, ich glaube, Delpy ist am schlauesten. So. Und Frank, sind Tots-Karten überhaupt drin in Drafts? Was ist das denn, Digga? Ich weiß selber nicht. Team of the Year ist mehr als Tots, einfach. Oder wen nehme ich hier? Big Boy Benzi oder Delpy? Ich nehme einfach Delpy mit. Boah, Chemie sehr, sehr, sehr essentiell. Mann, das kann nicht sein. Er pusht beide, das ist wunderbar. Ich brauche einen Hero aus der Premier League. Schon wieder Icon. Das ist wieder Skin. Afrikaner, sehr gut. Hey, hey, hey! Bei mir nicht einer, glaube ich, gewesen. Also doch, jetzt das erste Mal nehme ich auch direkt mit. Nehme ich auch natürlich direkt mit. Wen nehme ich hier, wen nehme ich hier? Niederländer bringt mehr gerade, weil ich habe niederländische Icon. Wunderbar. Linksverteidiger, ob da auch noch was Schrott ist. Oh, nein, Tots Moments! Er zählt nicht als Tots, ne? Das ist ja ein bisschen Quatsch. Nein, zählt nicht. Fun. Tutti bringt mir halt nichts. Wie nehme ich jetzt? Egal, ich versuche komplett Premier League Team einfach. Du, Dudek am Tor, bitte. Ja, Mann! Oder Tots de Gea, ist ja noch geiler. Da ist der Tots und der passt auch noch ins Team. Ich war noch für die Startelf 1 aus der Premier League, habe ich sogar Full Cam. Hier haben wir schon wieder eine Icon. Ich habe 8 Icons oder so, aber habe ich nicht Kategorie Icon gemacht. Keeper. Warte mal, das war richtig dumm gerade, dass ich diese Icon genommen habe. Diese Icon bringt mir nichts, die ist nicht mal in der Startelf. Ich habe nicht mal geguckt, der hätte zum Beispiel ein Afrikaner so sein können, hätte mir viel mehr gebracht. Tja, aber das musst du aufpassen. Schnell, schnell bauen. Ja, so, Marokko gehört auf jeden Fall zu Afrika. Dann... Nein, Marokko gehört nicht zu Afrika. Sagen wir mal, die sind keine Afrikaner. Geografisch, Bruder, geografisch. So, warte, Premier League. Wir nehmen wir. Der könnte der was wert. Boah, ich weiß auch nicht mehr, wer was wert ist, die ganzen Karten gedroppt. Das ist richtig so gesungen, ne? Yeah. Benzema, Team of the Year. Okay, der ist gut. Ah! Okay.
Scheiße, ich bin auf dem Birthday! Yo, danke! Ey, sag so, also. In meiner Top 3 ist keiner der günstiger als Eusebius, glaube ich. Was hast du denn? Egal, push das für Birthday, sag auch noch Hallo. Naja, aber ich sag trotzdem, bei mir ist teurer. 100 Totti Icon, yo! Jetzt ist eng, Leute! Scheiße! Nein! Premier League, bringt alles nichts, ich nehme den höchsten Rating. Brand, ich brauche noch einen Premier League-Spieler in der Innenverteidigung oder so. Nein! Lass mal ruhig an. Au, oh, oder Premier League Manager, das geht auch. Oder ukrainischer Manager, was unrealistisch. Ich brauche einen neuen Linksverteidiger. Digga, mach nicht so, Digga. Alles Europa, bitte. Kann ich Mondi im Tor oder so? Das wäre jetzt ganz big. Boah, Digga, die Karten sehen so bescheuert aus, Mann, Digga. Das ist ja richtig. Ich muss Messi mitnehmen. Komm schon. Nein, was tue ich hier? Einfach zu dumm Bank zu sortieren. Ja. Ich tue einen Non-Ray nach vorne. Und dieser Doku ist eigentlich auch aus Ghana, Digga. Und der spielt für Belgien. Das ist Afrikaner für mich. Ja. Ich habe auch Saka bekommen und sowas. Also man kann immer so argumentieren, aber es zählt schon das, was auf der Karte drauf ist. Aber ich habe echt weniger Afrikaner, Mann. Da habe ich nicht gerechnet, das ist so wenig. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal Lost gemacht, vielleicht übersehen oder so. Darauf achte man auch nicht. Für mich Rekord-Draft, glaube ich, ehrlich. Gib mir Premier League Manager. Jedes Mal bin ich. Ah, übrigens, also ich bin durch, ne? Und ich hab Premier League Manager. Und bei mir steht Rating Schmier. Also den Punkt habe ich geholt. Digga, ich bin schneller fertig. Ich glaube, meine drei teuersten sind teurer als deine. Rating Schmier ist besser. Also es kann komplett brennen bei dir heute. So, du kannst jetzt so viel Zeit lassen, wie du willst. Ich warte bei dem Bildschirm, wo Gesamtrating steht. Ja, bei mir ist, glaube ich, eh. Der Drops ist gelutscht. Ich kann nichts machen so oft. Spannend, ey. So, heute Team steht. Wir nehmen den Manager jetzt mit. Ich weiß nicht, ob man 5 Chemiepunkte irgendwie sich rausgeordnen kann. Ich sage ja, komplett unmöglich, aber ich habe ein 92er Rating und volle Chemie, also das ist kaum zu toppen. Okay. Schade, Banane, Schokolade. Ja. Ja, also bei schneller fertig habt ihr schon gesehen, da war ja vorhin schon direkt das grüne Häkchen hinter bei mir. Jetzt bei höheres Rating mache ich auch einfach schon mal grünes Häkchen bei mir, weil wie gesagt, also ich bin sehr confident, das ist mein bestes Draft, was ich bisher in den FIFA gebaut habe. Ich habe 120er Draft, also. 125, also schon 5 Unterschied ist schon viel. Okay, dann lassen die Teams gehen und den Rest vergleichen. Stell mal vor, so mit so einem 5-0 oder so, der wäre wild. Okay, ihr seht die Mannschaften, so, dann erzähl mal bei Tots Afrikaner, teuerstes Trio, hau mal raus hier deine Zahlen. Starten wir mit dem teuersten Trio, da habe ich 23 Millionen. Ja, Eusebio, Food Birthday, Rullit. Da reichen meine teuersten beiden, Rullit und Ronaldinho sind schon 30 Jahre. Du hast Ronaldinho und Totti Icon auch bekommen. Ja, das war mein erstes Mal ein Spieler. Digga, die lieben dich ja anders. Was ist das denn, Digga? Ja, das ist ehrlich freches Draft. Okay, 3-0. Was soll ich sagen? Afrikaner habe ich 2. Ich habe auch 2. Für uns beide ein Discount oder was? Unentschieden. Ja, komm, wir machen für, weil die Leute sich beschwert haben, wir machen für beide ein Discount. Für beide ein Discount. Ja, warte, der könnte mir richtig teuer zu stehen kommen. Aber egal, okay, machen wir für beide. Machen wir für beide ein Häkchen. Digga, bei Tots muss ich leider enttäuschen, sag ich ehrlich. Ich hab alles gezogen außer Tots-Karten. Null oder was? Ja, komplett null. Ich hab einen nur, aber es reicht. Oh mein Gott. Digga, also 5-1, hätten wir uns gerade nicht drauf geeinigt, dass wir beide Discarden durch einfach ohne Discard hier rausgehen. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Leute, bei Uncle wird's brennen, 5-mal drehen. Ja, mal gucken, ne? Das ist crazy, Mann. Also ich glaube, ich und das Rad sind heute Freunde. 5-mal für Uncle Frederick, 1-mal für mich. Soll ich meinen kurz machen? Auf den? Komm, lass mal erstmal einen für mich und dann machen wir deinen. Echt? Ich bin doch mal erstmal da. Mal gucken, ihr seht, was auf dem Rad ist. 5 Millionen, 2 Millionen, 1 Million, alles. Also es kann richtig, richtig wehtun. Komm, spann mich nicht auf die Folter, dreh das Ding. Dreht schon. Ist schon sogar fertig gedreht. Dein erster Discard. Kostet 50.000 mindestens. Sehr gut, sehr gut. Das kann genauso heute den ganzen Tag weiterlaufen. Das ist der erste von 5, ich sag dir, du wirst nicht ganz so Glück haben, das geht gar nicht. Seite ist cool, meiner Meinung nach. Die ist wirklich sehr, sehr cool. Ich glaube, hier ist wirklich niemand dabei, außer vielleicht ein Kollege, der wirklich diese 50k. Okay, doch schön. Okay, warte. Der Anfang der Seite ist scheiße. Dann bist du nach hinten gegangen, hast gemerkt, da ist ein Teurer. Ah, ist mir egal. Wir nehmen. Die 9. Die 9. Okay, ich muss zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Hä?
Das ist geil, Digga. Er trifft einfach, ich glaube, das ist ja sogar der teuerste. Digga, sag doch 8 oder wie kommst du auf 9? Das ist geil. Ich wollte hinten was haben. Und du hast sogar am Ende nochmal so korrigiert und meintest, ah doch, hier ist ein krasser. Und dann hab ich mir sogar, ah, so 8, 9, 10, 11, irgendwo da, irgendwo da. Das nächste Mal einfach mit gar nichts sagen und so. Liebe ehrliche Grüße. Ja. Liebe, okay, das ist nice. Okay, nächster Dreher für mich oder für dich? Ja, komm, nimm du. Okay, boah, okay, ich hab Angst ein bisschen. Jetzt kommt bei mir safe wieder Mio. Es ist immer so. Oder? Was ist los, Mio? 500k. Ja, okay, ist schon teuer. Ist schon. Was ist, bei 500k kommen meistens echt so Seiten, die wirklich böse sind, wo so Mio-Spieler sind. Lass mal wirken auf dich. Wie schmeckt die Seite? Sag mir, wie die Seite schmeckt. Schmeckt dir gerne? Überlegen. Ja, warte. Seite schmeckt. Also die Preise, die die Spieler hier haben auf der Seite, die haben sie, glaube ich, größtenteils nicht in echt. Deshalb, okay, mein Fazit, die Seite schmeckt gerne. Die Seite schmeckt gerne. Okay, komm, ich habe 5 Discards. Dann entscheide ich mich auch hier für die Nummer 5. Okay. Bock, ich zähle, man. Das ist Mbappé Gold. Ui, was der kostet aber auch noch 400k oder so. Ehrlich? Ja, okay. Aber ja, 500. Egal, ich habe noch 4 Discards. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich glaube, er war auch der zweiteuerste auf der Seite. Also der letzte ganz hinten war Zidane Prime. Oha! Der hätte ein bisschen Stress gemacht, muss man sagen. Mbappé Gold, ja. Okay, dann ich drehe wieder für dich. Ja, die ganze Zeit jetzt. Vier kommen jetzt nacheinander bei dir. Alter, wird auf jeden Fall einmal Mio kommen. Da wird. Kommt nicht, oh mein Gott! Es brennt! Was ist das? 500k hoch. Ah, es brennt. Ich dachte, RIP auf den, sage ich ehrlich. Nee, ich wollte ein bisschen Stress machen. Das war ganz, ganz weit weg von den teuren. Ich dachte sogar, es sind viel weniger. Ich wollte einfach ein bisschen Stress machen. Okay, komm. Noch kann sich jeder hier zufriedenstellen, glaube ich. Seite ist geladen. 500k kann wirklich nicht so verkehrt sein. Also, es kann. Seite ist da, Seite sieht auch. Es ist das alles dabei. Sagen wir es mal so: so Spieler, die weit über. Ich glaube, du lässt dir diesmal auch nicht in die Karten. Ich brauche keine Taktik rein. Ich nehme eine Zahl, eine Glückszahl. So eine Glückszahl, oder? Die 3? Junge! Er sagt Glückszahl! Digga, haut er mir einfach Aloe Vera'n weg! Welche? World Cup! Digga, der ist teuer, Mann! 500k oder so? Ja! Das ist ja auch 500k als Kategorie, also das ist verdient. Ah, das ist bokalig, Mann! Eieieiei, das läppert sich, ich mach den nächsten Dreher. Du hast die Hälfte, nee, du hast noch nicht mal die Hälfte durch, es kommen nur 3. Jetzt. Oh mein Gott! Nein, ach, okay. Ja, 250k. Oh, super Sache! Mitteldinger, Digga. Super Sache! Was ist denn heute los Sache. Mit dem Rad? Super Sache. 250k, wir schauen, die Seite ist locked in und was soll ich dazu sagen? Alles dabei. Ja, aber okay, ich will nicht so viel reden. Jetzt kommt wieder irgendwie Taktik, Maktik und dann Ja, Mann, ich bin richtig konzentriert. Ja, du so ein Listenen mit Zuhören. nehmen wir die 7. Auch immer gut. 7 auch immer gut. 7 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaya Touré, die normale aber. Die war die ganze Zeit toll, die kosten auch 100k oder so. Egal. Ist richtig. Egal. 100 bis 200. Aber auch, passt auch, okay. Das ist, das wird ja auch noch nicht eine Mio gehittet. Wir haben noch zweimal drehen. Aber will das Rad macht bisher auch Höhe. Aber ich. Ist gut so wie es ist. Rad macht weiter so. Guck, das Rad mag mich. Das Rad ist lieb und nett zu mir. Und es bleibt. Junge, das Rad mag dich komplett! Ja, Digga! Geh auf den Markt, setz alles zurück, 0 Münzen. 0. 0 einfach. Was passiert? Du kannst einfach suchen ohne was. Da kommen Bronzekappen schon in den letzten auf der Seite. Ist mir egal. Hey! Da kommt safe richtige. Hey! Da kommt ein Guy aus Australia. Der heißt Cox. Hey! Eaton. Oh, der ist 2004er. Warte mal, was? Hast du mal einen Keeper gesehen, der 1,82 groß ist? Ja, im Sommer ist auch nicht viel größer. Ich dreh schon das letzte Mal. Digga. Cox, du musst mir den Namen aufschreiben, ich bin abgelaufen. Drehst du schon?
Bin schon fertig. Warum sagst du nichts? Sag doch, was das ist. 5 Millionen! Junge, ohne sowas. Was für 5 Millionen? Nein. Kannst Verein verkaufen, alles drum und dran. 5 Millionen. Nein, das kann, das ist doch RIP, 5 Millionen. Ja, ist doch. Bei RIP hättest du geschrien und so, du verarsch mich. Ja, okay, 100k. Hey, das ist ja gottlos. War einmal ein Millionenbetrag? 100k. Alle macht das ungeschnitten. Wir haben noch nicht alle von dir, oder? Doch, Bruder, wir haben 5-mal gedreht. Wir haben 5-mal gedreht. Das kann nicht sein. Ist jetzt der letzte Spin. Und, ja, die Seite sieht auf jeden Fall. Bruder, ich glaube. Jetzt kann ich sogar ein bisschen reden und so. Vorne sind so paar okay Karten, in der Mitte ist so. Ich würde auf jeden Fall nichts von der Mitte nehmen und von ganz hinten würde ich auch nichts nehmen. Wenn ich du wäre, würde ich. Was soll ich denn nehmen? Ich gehe auf Seite 2. Ich gehe auf Seite 2. Wie Seite denn? Aber geht sowas, hä? Seit wann geht sowas? Nein, nein, nein. Also, Tamak hat das letzte Mal bei mir gemacht, aber dadurch, dass du schon hier ein bisschen Trash schon gemacht hast. Das nächste Mal schreibt mir in die Kommentare, das ist eine kranke Idee. Man kann einen Discard abgeben für die nächste Seite auf den. Letztes Mal hat Tamak das ehrlich gemacht, er hat bei mir 5 Millionen gehittet und er wollte mich leiden lassen, ist auf Seite 6 gegangen, dass ich die ganze Zeit leide, weißt du, dass ich die ganze Zeit sehe, was da so. Okay. Er hat ja, also gemacht, von mir aus, so 100k Seite. Soll ich aus Seite 2 oder soll ich Seite 4? Ich bin sogar heute so nett, aber das kann man trotzdem in die Kommentare schreiben, ob man ein Discard-mäßig abgibt und sagt, ich gehe nochmal auf eine andere Seite. Bei 5 Millionen, wenn man sowas hittet oder bei 2 Millionen voll interessant, dann weißt du, nee. Nochmal andere Seite mit Schmerzen. Ich bin richtig verwirrt gerade, ob deine Seite gut oder schlecht ist, weil du mir das jetzt anbietest, weiterzugehen. Soll ich einfach was nehmen von der Seite jetzt? Digga, jetzt, das ist gerade so Mindgame, ich bin bei mir dieser Affe im Kopf, der klatscht und so, ich weiß nicht, soll ich weitergehen, soll ich nicht weitergehen? Ich bleib auf der Seite einfach. Okay. Oder? Soll ich weitergehen? Oh, wie ist das Wuppe? Von mir aus, geh weiter. Was willst du? 100k, Bro, ich kann mich nicht beschweren. Ich hab 5 Discards, Digga. Ich komm hier mit 2 blauen Augen weg. Also, komm, geh auf Seite 3. Geh auf Seite 3. Er fordert das Glück heraus auf den. Ja. Okay. Ja. Also, ist ein. Digga, ich will nicht so viel reden jetzt. Sonst sagst du, geh Seite 7 und so, sonst bin ich noch überfordert. Ich hab schon überlegt, aber das ist ja eh zu viel. Ach, Junge, Mann, dieses Rad hat heute anscheinend nicht gegönnt. Nimm die 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ja, Gertu Ida, Team of the Season. Oh, das ist schon kostet auch 50k. Ja, so ungefähr. Was? Wir können bei 5 mal drehen. Du bist. Bei wie viel bist du? Bei einer Million insgesamt oder so? Kann sein. Aber ey, nehme ich mit. Dein Rad auf jeden Fall kriegt einen Kuss von mir. Weil I love you. Du hast heute gute Arbeit geleistet, mein Guy. Das macht gar keinen Sinn. Normalerweise ist einmal drehen teurer als bei dir 5. Ja, okay, aber das ist mal das, ne? Es gibt Leute, die haben Glück im Leben einfach. So sagt. Oh Mann. So Leute, sind angekommen im Land des Friedhofs, würde ich mal sagen. Ne? Hier die Spielerinnen rutschen auf jeden Fall. Ich konnte den Bronzespieler Cox eben halt nicht in die SBC reinpacken, deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Ich glaube, ihr könnt mir verzeihen, ne? Also, diese 150 Coins. Hey, was soll man machen, Digga? Was soll man machen? Wie viel ist dein Team jetzt insgesamt wert? Unter einem Mio so gefasst, ne? Ja, also alle waren der teuerste, dann kommt 60k, dann kommt nochmal 100k. Dann kommt nochmal so 150k, und bei 6,50 plus 1,50 sind wir bei 800. Boah. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben mit bei 5 Discards, sag ich ehrlich. Du hast Mbappé, der kostet 600k. 5 zu 1 und trotzdem nur 200k Unterschied. Schmeckt gerne. 400k kostet Mbappé, nicht übertreiben. 400? Aber ja, trotzdem. Du hast gut reingelegt, aber ihr habt gesehen, also Ale macht das alles ungeschnitten da, mit diese, wie die ganzen Spiele auf dem Markt und wie gedreht wurde und so. Heute war das Rad irgendwie nicht motiviert. Ideas wurde das. Leute. Krieg Kuss von mir. So. Haut rein. Ciao. Trotzdem mit 10.000 Likes erst wieder das Format, weil ich weiß, wenn ich einmal mehr das haben muss, kommt 10 Mio wieder. Keine Lust.